Alter, was dir... Oh, guck mal, Mr. Hulk ist schon wieder da. Ich bin Hulk, in Unterhose. Das gefällt mir ja hier, die Höhle. Also die Schlucht. Guck mal, da ein Reagenzien ist, da. Puh, da unten ist ein Gegner. Da könnte man theoretisch runterspringen, weil da Wasser ist, aber... mache ich jetzt... Oh, Enderman. Den nehme ich auch gerne mit wegen den Perlen. Puh, guck mal, was der für grüne Augen hat. Hat die schon immer grüne Augen? Kacke. 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 Macht uns fertig jetzt. Oh, dieser Monster, dieses Geräusch. Der Endermänner, ne? Gänsehaut. Verdammt. Stimm. Alter, was ist denn hier los? Alter. Jetzt nicht abhauen, du Fisch. Boah. Jetzt ist mal was essen. Alter, guck dir das mal an. Das ist doch nicht deren Ernst hier. Ich hau ab. Mach die Fliege. Boah, voll die Zombie-Armee. Nee. Nee, das ist hier. Wobei? Komm hier. Down. Get down on the ground. Oh mein Gott, sie hören nicht auf mich. Dann müssen sie es eben auf die harte Tour lernen. Bam. 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 Bam, wir sind Robin Hood. Keiner legt sich mit uns an. Sherwood Forest. Forever. Hinter uns war irgendwas. Ich habe da was gesehen. Ein Schaf. Oder? Naja. Boah, guck mal hier, schon wieder Level 15. Boah, geht das schnell. Geht das schnell. Und wir erkunden nebenbei noch. Ja. Gleich ist Tag, dann geht das besser mit den Erkunden. Jetzt hier in der Nacht geht ja gar nichts. So, Schäfchen. Ja, das ist doch die Erkundungsmusik. Ja, ihr Schäfchen, fresst mal schön weiter. Auch komisch, da ist schon wieder Wüste. Und ein Meter daneben ist hier Fisch, Schnee. Fisch, was ich mit einem Fisch hab. Ah, da sind Berge, riesige Berge. Puh, Alter, ist das eine coole Gegend hier, ne? Hier, lad mal da. Ich will wissen, ob da Wüste ist. Da sieht nämlich schon so wüstig aus. Oder ne, da ist auf jeden Fall Wüste. Da gehen wir mal hin. Ich will nämlich eine Pyramide jetzt hier langsam sehen. Und wir haben keine Pferde bis jetzt entdeckt wieder, ne? Die sind irgendwie total selten. Scheiß Pferde. Schweinchen. Haben wir auch noch nicht so oft gefunden. Auch relativ selten. Ah, hier sieht nach Sumpf aus. Zumindest der Boden, der ist so... nicht ganz so grün. Pff, ja. Halt ein bisschen anders. Aber nicht hier wieder ablenken lassen. So. Ja. Das ist doch eine Wüste. Aber ich sehe keine Pyramide. Ah. Ach ja. Und hier hinter ist wahrscheinlich wieder Schnee. Ich hasse Schnee, ey. Puh. Boah, ich hasse Schnee. Da die Kürbisse nehmen wir wieder mit. Und da brennt doch einer. Hilfe, holen Sie Feuerwehrmann. Ich sterbe. Und hier ist Kies, den nehmen wir mit. Mit unserer Hacke, da geht das doch hier. Also Hacke. Guck mal. Guck mal, wie das abgeht hier. Boah. Ach, guck dir das an. Hau die mal rein, ey. Guck, wie schnell wir dir den Raum geleert haben. Du musst ja aufpassen, dass dir die Hacke nicht kaputt geht, so schnell wie ihr am Buddeln bist. So. Das nenne ich mal Power Farming, ey. Hat sich richtig gelohnt hier. Ja, guck mal, zwei Stacks. Ein paar Sekunden. Boah, ey. Perfekt. Ja, hier ausleuchten. Dann wissen wir, wenn wir irgendwann mal wieder hier hinrennen. Ach, guck mal, hier waren wir doch irgendwann einmal, weil, ach, ja, da haben wir doch erkundet irgendwie, weil wir irgendwas gesucht haben. Was genau weiß keiner. Weiß ich selber nicht, was ich hier eigentlich suche. Aber, tsch, haben wir gemacht. Haben wir gemacht. Kohle haben wir genug. Perfekt. Guck mal, wie viele Hühnchen, ne? Wildlebende Hühnchen. Ach, hallo Hühnchen. Hallo, du siehst ja so lieb aus.
In den anderen Texturenpaket, da sehen die ja aus wie ja, Killerhühner, ey. Mit Zähnen vor allem. Hühner mit Zähnen. Voll Mistgestalten. Kann man, glaube ich, so sagen. Boah, ist ja das denn hier schon wieder? Puh, war das Kies. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit den Kies. Den brauche ich. Das ist schon wieder Ende. So, so. Und ich mache mal jetzt ein bisschen leiser. Das Lied dauert, geht ja schon die ganze Zeit so. Toll, jetzt ist es zu Ende, wo ich leiser mache. Nö. Mach ich wieder lauter. Oh, ey, wo soll ich denn hier her? Ah. Ja, dagegen, gegen das Lied habe ich nichts. Wir gehen mal hier auf den Berg hoch. Und essen, nee, noch nicht, noch nicht. Dann kraxen wir hier auf den Hügel oder Berg und gucken mal, ob wir da von oben, von da oben irgendwas von Interesse entdecken können. Wir hätten unser Pferd mitnehmen müssen. Ich bin auch doof, ne? Ja. Oh ja. Das war's schon. Hier. Komisch, ne? Komisches. Komisch, ne? So ein Loch und dann ist auf einmal Ende. Gar nichts ist da drin. Hier die Verarsche des Spiels. Die Leute, die eine Höhle suchen, die freuen sich dann erst. Geil, ich habe eine gefunden! Und dann. Bäh. Alter, das sieht auch cool aus, ne? Guck dir mal die Aussicht an. Oh. Von wo kommen wir? Wir laufen gerade zurück. Hä? Wann habe ich mich denn gedreht, dass ich zurücklaufe? Will ich wieder kommt was verkackeiern? Rot ist doch die Richtung, wo wir hin müssen, oder? Was? Kann gar nicht sein. Weiß ich nicht. Wann habe ich mich denn umgedreht? Okay. Oh, jetzt aber jemand essen. Verstehe ich nicht. Habe ich jetzt so einen schlechten Orientierungssinn auf einmal? Der war doch sonst immer ganz gut. So relativ. Gamer eben, ne? Die haben ja alle gute Orientierung. Orientierungssinne. Eigentlich so, ne? Wurde irgendwann mal irgendwann festbestellt. Von irgendwelchen IQ-Testleuten, die ja gemerkt haben, irgendwie, oh, hier guck mal, Gamer, die haben sehr gutes Raumvorstellungsvermögen und dementsprechend auch gute Orientierung. Ja. Man sagt ja, Frauen hätten schlechte Orientierungssinn, das heißt, Frauen, ihr könnt dagegen was unternehmen, einfach, ja, als Hobby, so nebenbei, hin und wieder, PC-Gaming betreiben, so Ego-Shooter vor allem, ne? Da ist das ja das Wichtige, so. Oder hier Minecraft eigentlich auch. Aber vor allem auch Ego-Shooter. Sehe ich schon wieder so buggy, so dunkel, aber da ist nichts. Mann, ich laufe hier auch irgendwo rum, ne? Und ich habe keine Ahnung. Sogar mein Kompass. Wenn wir jetzt drauf gehen, ne? Ich finde die Sachen nie wieder, ey. Unsere ganzen geilen Klamotten sind dann alle futsch. Vor allem die ganzen Diamantensachen, ne? Boah. Wisst ihr Bescheid, was dann passiert als nächstes, wenn wir hier sterben sollten, ne? Da müssen wir wieder in unsere eigene Diamantenmine rein. Ja. Das geht nicht anders. Also, nur Wald, 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 soweit das Auge reicht hier. Puh, kleines Becken. Ein kleines Becken. Ah, sehr schön. Und Kuh. Kuh macht Mu und hier ist Sumpfgebiet. Zumindest kommen wir so. Ah ja, genau, hier ist Sumpf. Hier ist ein Zombie. Hallo, Herr Zombie, bleiben Sie lieber da drin, denn sonst verbrennen Sie. Sie haben ja eine Sonnenallergie. Ah, das Lied, das geht mal gar nicht. Puh, ey. So. Ach, ein Sumpf. Sumpf ist auch nicht schlecht, da gibt es Sumpf-Hexenhäuser, angeblich. Habe ich auch noch nicht gesehen. Soll es aber geben. Vielleicht finden wir ja eins. Aber hier ist schon wieder Sumpf zu Ende, glaube ich. Toll, richtig groß der Sumpf. Voll die Schweineherde. Ich bin Schweinchen, dick. Na, geht ja nicht. Haben sie ja umgestellt. Nervig. Na, da hinten, da geht noch der Sumpf weiter, aber leck mich am Arsch, Sumpf. Ich dachte schon, wie tief ist das denn? Ich dachte schon, das ist richtig tief.
Weil auf einmal so dunkel war, da dachte ich, ja, ist tief, ne? Weil es schwarz und dunkel ist. Aber nee, war wieder nur Grafikfehler. Wir rennen ja auch irgendwo rum, ne? Ich hab keine Ahnung. Was ist das denn da? Normalerweise würde ich sagen, wir waren hier schon mal, weil ich eigentlich immer solche Konstruktionen baue, so Orte von Interesse so markiere mit irgendwie solchen Stiften. Aber hier waren wir noch nicht. Das weiß ich. Na, guck mal, das da oben. Pff, was ist das denn? Was bauen die hier? Was generieren die hier für Welten? Oh, hier ist schon wieder Ozean. Sollen wir mal gucken, wo uns das hinführt? Sollen wir da mal entlang schippern? Nee, machen wir lieber nicht. Wir laufen jetzt langsam zurück. Ich laufe mal hier am Meer entlang. So allmählich können wir dann wieder zurück. Haben wir ja nichts gefunden. Puh, hat sich richtig gelohnt. Wölfe habe ich gehofft, dass wir die mal finden. Dann könnten wir hier... Ah ne, mit Knochen. Ja, was ist eigentlich mit Wölfen? Die gibt es doch im Spiel, aber... Habe ich auch noch keinen einzigen hier gesehen im Let's Play. Und auch in meinen anderen Welten. Ich glaube einmal in irgendeiner meiner Welten habe ich mal einen Wolf gesehen. Damals, aber... Den habe ich getötet, weil er meine Schäfchen getötet hat, der Wolf. Habe ich nicht gezähmt. War vielleicht ein Fehler. Naja, wir haben noch Proviant dabei, noch genug Futter. Boah, ach guck mal hier, das ist ein ganz riesiges Sumpfgebiet. Das war hier nur zu Ende. Das geht hier noch weiter. Puh, das sieht man auch ganz schön an dem Gewässer. Da, wo so grünlich ist, ist Sumpf und ansonsten ist kein Sumpf. Ja, genau so sieht's aus. Oh ja, guck mal. Hä, Zombie? Im Wasser? Zumindest Geräusch vom Zombie. Ja, wäre ganz schön, wenn die Welt sich mal hier aufbauen würde, weil ich hier überhaupt nicht sehe, wo ich hinschipper. Wo bin ich denn hier? Ich sehe ja gar nichts. Und wir fahren schon wieder in die richtige Richtung. Zurück. Zurück fahren wir. Ach so, jetzt sind wir hier. Perfekt, ich weiß, wo wir sind. Wir schippern mal am Meer weiter herum. Vielleicht, so kann man ja noch schneller vorankommen als beim Laufen. Und wir verlieren auch kein Essen dabei. Hier, wir haben gar keine Essensanzeige mehr jetzt. Ja, und so sehen wir vielleicht noch was. Die Sonne geht gleich schon wieder runter. Toll. Toll, schon wieder dunkel. Ah, scheiß Dunkelheit hier. Fischige Dunkelheit. Da sind Schafe im Sumpf. Okay, ich glaube, Sumpfhütte. Sumpfhütte, hallo. Kürbisse nehme ich mit. Den nehme ich mit, die Kürbisse. Kürbisse lohnen sich immer. Ort von Interesse entdeckt vielleicht hier. Ah, nicht da. Dieser. Oh, ich dachte schon, ein Boot geht kaputt. Oh, wir haben eine Seerose. Cool. Weg. Und wenn man so ein Hexenhaus findet, dann gibt es da drin ja auch Hexen eigentlich. Und ich weiß gar nicht, ob Hexen friedlich oder feindlich sind. Keine Ahnung, ob die mich dann verkloppen wollen. Schon wieder eine Schlucht, ey. Guck mal da, sehe ich schon Eisen. Kohle, Eisen. Ganz viel. Ja. Brauchen wir aber nicht. Wir haben unsere eigene Schlucht zu Hause. Puh, ist aber auch komisch, ne? Wieso ist das Boot denn hier schon wieder weggeflogen fast? Also weggeschwommen. Weggeflogen. So. Schippern wir hier weiter. Und, ein Dschungel! Jawohl, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's dunkel vor allem. Scheiße. Hätten wir uns umgucken können. Oder können wir auch so? Wir sind doch... Warte. Wenn jetzt hier gleich Schafe sind, dann töte ich 3 Stück und dann bauen wir uns ein Bett. Mache ich mir ein Loch im Boden rein und dann wird's ja Tag. Kann man machen im Notfall. Alter, ich sehe hier gar nichts mehr. Vor allem im Dschungel. Ey, geh da hoch. Hier, man kann an den Lianen hochklettern. Boah, ey. Im Dschungel ist sowieso nicht so hell. Puh, und jetzt ist ja auch noch Nacht. Ich habe einen Zombie gehört, ich habe Angst. Vor dem Creeper siehst du hier ganz schlecht dann gleich. Puh, ich höre einen Zombie hinter mir, schnell ins Wasser. Ah ja, da ist er, der Kollege.
Hier gibt es ja auch Katzen. Hier kann man sie auch zähmen. Noch so ein Schwein. Was cool an Katzen ist, Creeper haben Angst vor Katzen. Da kann man die Katzen strategisch platzieren an Orten, wo man halt nicht möchte, dass da Creeper explodieren. In der Regel so vor Häusern. Manchmal auch in Häusern, vor allem auf Dachböden, wo nicht allzu gut beleuchtet ist bei manchen Leuten, die ja zu blöd sind zum Ausleuchten, gibt es ja irgendwie. Da kann sich das lohnen.